So, hallo zu einer neuen Serie Frag den Trends. Wir haben heute relativ viel Trubel gehabt, relativ viel zu tun. Ja, sag ich, dazu kommt natürlich die Wettkampfvorbereitung momentan. Ja, gestern haben wir Trainingsvideos gedreht. Ja, heute haben wir hier noch ein paar Termine gehabt. Deswegen sind wir geschlagene 2 Stunden hier schon und probieren zu drehen. Ja, jetzt fangen wir mal an. Der David ist wie immer an meiner Seite. Ja, sag ich, mittlerweile, glaube ich, bekannt. Ja, ich Ja. denke auch. Ja, soll ich umlegen, einfach mal mit der ersten Frage los. Hallo Pit, hallo David. Meine Frage wäre, welches Protein Firma benutzt Pit persönlich? Das ist ja nun keine Werbung in diesem Sinne, oder? Weil ich glaube, Sportstudio Underground in Marburg, dort wo Pit regelmäßig einkehrt, verkauft es im Gym. Kann das sein? Schön, wenn meine Frage dabei wäre. Grüße, Hartmut. Ja, das ist der Hartmut. Hallo Hartmut. Hallo Hartmut. Ja, also ich benutze, ja, sage ich, also eigentlich sogar 2 Sorten. Ja, sage ich, das ist also einmal, ja, sage ich, das, was der Hartmut verkauft im Sportstudio Underground. Ja, sage ich, das ist also tatsächlich so. Ja, sage ich, das ist einmal Q&A, ja, glaube ich. Ja, sage ich, ist Nee, das das ist es oder? Ah, dieses, nee, der hat das andere. Ja. das ist ein Ja, Konzentrat, ja. das Konzentrat hat der, ich weiß aber gar nicht die Firma, wie die Ich heißt. auch nicht. Oh Domi, du erschlägst mich, das ist deine Firma und ich weiß es nicht. Wir sind schon seit 25 Jahren. Ja. Schatz, mach mir doch mal kurz einen Gefallen. Sag mir doch mal kurz den Namen von den. Wo sind die BCAs? Die sind natürlich jetzt in meiner Trainingstasche, ja? Ja, wenn man einmal was braucht, weißt du? Entschuldigung, ja, sag ich, wir sind natürlich jetzt am Improvisieren, ja, sag ich, weil hohl wie ich bin, kenne ich noch nicht mal mehr den Firmennamen. Ich Ja, würfel da auch sag nicht rein. ich, ja, genau. Ja. So, das ist die Firma Perfect Body Nutrition. Ja, sag ich, von denen habe ich die BCAAs, ja, sag ich, und das normale Whey, ja, und das Glutamin, ja. Sag ich, die andere Firma, die kennt ihr natürlich mit Sicherheit alle, ja, sag ich, das ist Nutrition Technology, also NT Labs, ja, sag ich, was ich ja mit dem Harry zusammen gemacht habe, ja, sag ich, und das tue ich natürlich nach wie vor immer noch verwenden, ja, sag ich, gerade jetzt, wo die das neue Hydrolysat rausgebracht haben, ist es natürlich für die Wettkampfvorbereitung, ja, sag ich, sehr geeignet, ja. Ja, hoffe, das habe ich damit beantwortet, ja. Ja. Ich hoffe, der Hartmut ist zufrieden. Der Hartmut. Der. So, eine Frage vom Andi. Hi Pit, eine kurze Frage habe ich an euch. Wieso ist Roman Fritz dauernd in so einer super bzw. harten Form? Viele Grüße. Ja, sag ich, wieso ist der Roman immer in so einer eigentlich zu harten Form für die Aufbauphase? Ja? Eigentlich ist der Roman zu hart. Ja, Problem ist, dass der Roman natürlich den Stoffwechsel sich über, ja, ich würde mal sagen, jetzt fast ein Jahrzehnt dahin gezüchtet hat, dass er so schnell funktioniert. Ja, und er extrem schnell verbrennt. Ja, man muss natürlich auch sagen, dass er hauptsächlich Kohlenhydrat und Eiweiß zu sich nimmt. Das bedeutet, dass er so einen gering wie möglichen Fettgehalt zu sich nimmt und dadurch natürlich den Stoffwechsel auch immer am Laufen hält. Ja? Ganz klar muss man natürlich mit dazu sagen, wenn man in solche Regionen kommt von der Muskelmasse, ja, kann man überhaupt so viel Kalorien, Kohlenhydrate effektiv verbrennen. Ja? Sag ich, der Roman hat jetzt mittlerweile über 120 Kilo in der Offseason, ja, und dann ist natürlich auch ziemlich klar, dass der natürlich dementsprechend essen muss, ja. Sag ich, also ich weiß jetzt nicht hundertprozentig, aber ich glaube, er liegt knapp an den 1000 Gramm Kohlenhydraten am Tag, ja. Und ich denke, irgendwas im Bereich von 400, 400 plus an Protein, ja. Da muss man Ich glaube, hinkommen, 500 Gramm hat er ja, oder gesagt. 500, 500 ja. Gramm, Ja, sag ich, da muss man hinkommen. Das ist also nicht für jeden Anfänger zu empfehlen. Ja, sag ich, der Körper muss lernen, ja, damit arbeiten zu können und das zu verstoffwechseln. Ja? Ja, sag ich, aber ich glaube, das ist die Erklärung. Er hat halt einfach über einen Jahrzehnt durchgehalten und hat diese Ernährung penibel durchgehalten. Ja, ist, glaube ich, für die meisten so gar nicht nachvollziehbar. Ja, sag ich, ist schon eine Aufgabe. Ja. Ja? Hm?
Eine Frage von Patrick. Hi Pit, ich hoffe, du kannst mir helfen. Ich habe seit circa einem Jahr schon eine Entzündung in der linken Schulter aufgrund von Überlastung. Ich war mittlerweile bei mehreren Ärzten und alle meinen, ich soll nicht mehr trainieren, einfach abwarten. Das habe ich am Anfang auch probiert. Geholfen hat es leider nicht. Ja. Diclofenac habe ich zwischenzeitlich auch mal probiert. Hast du Tipps, was man dagegen machen kann, da ich nicht ewig auf das Training verzichten möchte? Bin nach circa 5 Wochen wieder eingestiegen und trainiere seitdem etwas leichter, da ich die Schulter nicht voll belasten kann. Vielen Dank. Ja. Also Patrick, das Erste, was du machen kannst, ja, ist, dass du hast vielleicht mal gesehen, wenn wir Trainingsvideos machen, dann tun wir immer so ein Schulteraufwärmprogramm machen. Das besteht aus 20 Wiederholungen Frontheben, 20 Wiederholungen Seitheben, 20 Wiederholungen Seitheben vorgebeugt, 20 Wiederholungen über Kopf drücken, ja, und 20 Wiederholungen, ja, sag ich, Rotatorenmanschette, ja, mit Kurzhanteln oder mit einer 2,5 Kilo Scheibe pro Seite, ja. Ja, sag ich, dadurch hast du den Vorteil, ja, sag ich, dass der gesamte Schultergürtelbereich aufgewärmt ist. Ich sehe gerade, der Roman schreibt gerade. Ja, und du den Vorteil hast, ja, sag ich, dass die Bizepssehne, ja, sag ich, nicht in dem Maß überfordert wird. In den meisten Fällen ist es die Bizepssehne, ja, sag ich, die im Sehnendach schleift. Ja, sag ich, in manchen Fällen auch das Schultereckgelenk, ja, sag ich, da kann ich dir jetzt auch leider, ja, sag ich, keine Ferndiagnose sagen, ja, ich kann dir nur eins raten, ja, sag ich, schau, dass du so schnell wie möglich beim Dr. Matthias Ritsch in Rosenheim in der Praxis einen Termin bekommst, ja, sag ich, schau, dass du bei deinem behandelnden Arzt ein MRT machst und tu dieses MRT gleich mitbringen zu dem Termin. Ja, oder schick es vorab ihm zu. Ja, sag ich, dann hast du den einzigen Arzt hier in Deutschland an der Hand, der solche Sachen zuverlässig diagnostizieren und behandeln kann. Ja, und also ich kann dir das wirklich nur wärmstens ans Herz legen. Das ist die einzige Möglichkeit, wie du das in den Griff bekommst. Ja. Okay. Eine Frage von Johannes. Hallo lieber Pitt. Meine Frage lautet, wie sah deine Wettkampfdiät als Jungspund aus? Wäre nett, wenn du einige Eckdaten wie Diätform, High Carb, Low Carb etc. nennen könntest. Ja, also ich habe bei mir persönlich ja das alles ausprobiert. Ja. Ich habe ja, da einfach noch nicht die Möglichkeit gehabt, ja, sag ich, so viele Trainer zu haben, wie ich angefangen habe. Ja. Ja, sag ich, und wirklich fundiert ist das erst geworden, wie die Martina, also die Frau Dr. Herget und der Detlef Herget mich vorbereitet haben, ja, ja, sag ich, und dann habe ich im Endeffekt, ja, sag ich, ein System verwendet, was ich heute noch verwende, ja, sag ich, habe also die Diätform oder die Diät rein über die Kohlenhydratreduktion gemacht, ja, und habe dann im Laufe der Zeit auch immer mehr festgestellt, welche Lebensmittel für mich gut sind, ja, also ich habe also immer mehr Lebensmittel, ja, pro Diät oder auch in der Aufbauphase langsam rausgestrichen, wo ich gemerkt habe, ja, sag ich, damit funktioniert der Stoffwechsel nicht so gut, also Nudeln, ja, sag ich, habe ich in der Aufbauphase nur sehr selten gegessen, weil ich gemerkt habe, das kann ich mir eigentlich nur an einem Cheat Day erlauben. Ja, weil der Stoffwechsel durch Nudeln bei mir einfach gehemmt war. Kann auch sein, dass das am Dings gelegen hat, nicht das Glutamat, sondern Gluten. Ja. Ja. Aber Fakt ist ja, ich habe gemerkt, dass ich darauf negativ reagiert habe und relativ viel Wasser eingelagert habe. Kartoffeln hat bei mir noch sehr, sehr gut funktioniert, aber da haben wir das Problem, in der Aufbauphase kann man ja gar nicht diese Menge an Kartoffeln essen, die man dann bräuchte, um die Kohlenhydrate aufzubrauchen oder zu brauchen, ja. Und Haferflocken, muss ich sagen, habe ich eine sehr lange Zeit lang verwendet und habe da auch immer probiert dran festzuhalten, habe aber gemerkt, dass ich ab einer gewissen Menge Verdauungsprobleme bekommen habe, ja, und habe die dann irgendwann auch ja einfach gestrichen, ja. Sag ich, also waren im Endeffekt, ja, sag ich, meine Hauptnahrungsquellen sowohl in der Aufbauphase wie auch in der Diät, ja, sag ich, Reisflocken, Reiswaffeln, ja, sag ich, und Kartoffeln, ja, sag ich, das war das, mit was ich meine Kohlenhydrate gedeckt habe. Und dann irgendwann später habe ich nochmal Grieß probiert, ja, sag ich,
weil Kries vom Training bei mir recht gut war, ich damit immer eine recht gute Fülle bekommen habe. Ja, ja, sag ich, und die Menge, ja, sag ich, die man in der Diät benötigt, ja, an Kohlenhydraten, das muss man im Endeffekt immer für, ja, sag ich, nicht persönlich rausfinden, wie der Stoffwechsel läuft. Das verändert sich auch ständig, weil je mehr Muskeln man bekommt, desto mehr Kohlenhydrate kann man verwenden, ja. Ja, aber ich glaube, das erste und der wichtigste Schritt war erstmal die Lebensmittel rauszufiltern, ja, ja, sag ich, mit denen ich gut funktioniert habe. Hm? Eine Frage von Mario. Hallo Pit, erstmal danke, dass du dir die Zeit nimmst, unsere Fragen zu beantworten. Klasse, mach weiter so. Nun zu meiner Frage. Ich bin 35 Jahre alt und trainiere seit 11 Jahren intensiv. Ende 2014 beim Training habe ich mich bei der Bizepsübung mit der SZ-Stange am linken Handgelenk verletzt. War bei verschiedenen Ärzten und beim MRT hat man nicht viel gesehen. Es hieß, dass ich eine Entzündung habe. Nach etlichen Therapien und Ruhigstellung, was zu keiner Besserung geführt hat, konnte man durch eine Arthroskopie sehen, dass der Diskus abgerissen war. Das war klar. Annähen war leider nicht möglich, der Diskus wurde entfernt. Kannst du mir vielleicht sagen, ob ich wieder normal anfangen kann zu trainieren? Oder ob ich eine Einschränkung haben werde? Hast du vielleicht Erfahrungen mit Athleten gemacht, die gleichen Verletzungen gehabt haben? Viele Grüße, Mario. Also, das ist eine Verletzung, die nicht unbedingt selten ist. Ja, sag ich, ich kann nur immer wieder den Dr. Matthias Ritsch erwähnen. Ja, sag ich, also egal, welcher Kraftsportler etwas hat, egal was es ist, ob das die Knie sind, ob es der Rücken ist, ob das die Schulter ist, Handgelenk, Ellbogen, ja, ich kann euch wirklich nur wärmstens ans Herz legen. Nehmt diese Fahrt in Kauf, ja, sag ich, weil es geht um eure Zukunft, es geht um euren Körper und es geht um eure Gesundheit. Ja, sag ich, und da sollte einem dieser Weg nicht zu weit sein, ja, sag ich, das ist der einzig wirklich kompetente Arzt, ja, sag ich, der für uns Kraftsportler wirklich das Maß aller Dinge ist. Ja? Ja, inwiefern jetzt das mit dieser Verletzung weitergeht, kann ich dir nicht wirklich sagen, aber auch da würde ich dir raten, ja, hol dir bitte eine Meinung vom Matthias ein, ja, sag ich, dass man sehen kann, ja, ja, sag ich, dass er mal beurteilen kann, wie stark ist denn jetzt im Endeffekt die Verletzung? Ist es, zieht diese Verletzung im Nachhinein für dich Probleme mit sich, ja, im Training, oder kannst du trainieren, ja, ja, und ansonsten würde ich probieren, ja, alles, was weh tut, grundsätzlich erstmal, also was wirklich weh tut, grundsätzlich erstmal zu lassen, ja, und nach Instinkt zu trainieren, ja, sag ich, genauso würde ich probieren, schwere Gewichte zu lassen und würde erstmal probieren, mit einer Art Vorermüdung zu trainieren, ja, sag ich, damit du nicht gezwungen bist, ja, sag ich, automatisch bei deinem Satz oder, sag mal, bei deinen Leistungssätzen, ja, sag ich, auf zu schwere Gewichte zu gehen. Ja. Eine Frage von Franco. Hallo Pit, ich supplementiere Kreatinmonohydrat nun schon seit über ein Jahr täglich, ca. 4 Gramm. Keine Kur, bin also Dauer-on. Normalerweise speichert das Kreatin ja das Wasser. Bei mir scheint das aber nicht der Fall zu sein, da ich alle 20 bis 30 Minuten auf Toilette muss, um Wasser zu lassen. Ist das normal? Frage zu Training. Ich trainiere nach der Periodisierung. Jetzt zu meiner Frage. Bei einem Hypertrophie-Training trainiert man ja bekanntlich im 8 bis 12 Wiederholungsbereich. Wie ist das aber beim Aufwärmen? Kann ich da den ersten Satz mit 20 Wiederholungen ausführen oder sollte ich das Gewicht erhöhen und auch beim Aufwärmen in diesem Bereich bleiben, sprich 8 bis 12 Wiederholungen? Vielen Dank für deine Antwort. Also, wir probieren jetzt mal von vorne loszugehen. Also es geht als erstes um das Kreatin. Genau, da hat er gefragt, ja, ob das normal ist, dass er alle 20 bis 30 Minuten auf Toilette muss. Ja, durch die Frage, ich glaube nicht, dass das jetzt hauptsächlich vom Kreatin abhängig ist, sondern es ist abhängig von mehreren Komponenten. Das erste Komponent ist, ja, wie viel Wasser nimmst du zu dir? Ja? Das zweite Komponent ist, ja, sag ich, wie viel Kohlenhydrate nimmst du zu dir und wie viel Salz? Ja. Ja, und dann kommt eigentlich erst das Kreatin. Kreatin lagert natürlich Wasser in die Zelle ein, ja, sag ich, aber da kommt natürlich auch drauf an, wie viel Kreatin nimmst du? Mir steht 4 Gramm. 4 Gramm, ja, sag ich, das ist ja, ist ja ein Gag. Ja, das kann nicht viel Wasser einlagern, ja. Ja, also kann das nicht hauptsächlich dafür verantwortlich sein. Ich würde mal rundherum probieren, die Ernährung mal genau auf den Kopf zu stellen, damit man weiß, ja, sag ich, wie viel Kohlenhydrate, wie viel Wasser du zu dir nimmst und wie viel Salz du zu dir nimmst, ja. Ja, und dann kannst du im Endeffekt genau die Ursache feststellen. Ja, jetzt so ist das relativ schwer, ja, aber du kannst das auch selbst.
Ja? Sag ich, du schaust dir einfach mal durch, wie viel Kohlenhydrate nimmst du zu dir, wie viel trinkst du, wie viel Salz nimmst du zu dir, ja? Und dann kannst du ungefähr selbst sehen, ja, sag ich eben, wie ist das im Verhältnis, ja? Alle 20 Minuten, ja, sag ich, hört sich jetzt auf den ersten Blick relativ viel an, ja? Das kommt einfach darauf an, wie viel du trinkst. Wenn du 12 Liter Wasser am Tag trinkst, ja, und keine Kohlenhydrate zu dir nimmst, ja, sag ich, dann geht man alle halbe Stunde pinkeln, ja. Ja, also die Umstände sind hier ein bisschen entscheidend. Ja. So, die zweite Die Frage ist zweite Frage gewesen. war beim Aufwärmen beim Ach, Hypertrophietraining, Hypertrophie, ob der ja. auch 8 bis Ob 12 man, ja. Wiederholungen oder ob der 20 machen Ja. soll. Ja, also wie du schon sagst, Aufwärmen, ja, sag ich, hat ja nichts mit den Leistungssätzen zu tun. Das bedeutet, du solltest dich also in jedem Fall, egal in welchem Wiederholungsbereich du trainierst, ja, immer sehr gewissenhaft aufwärmen, ja, sag ich, weil, ja, sag ich, das gehört einfach mit dazu, dass der Muskel, die Gelenke und die Sehnen Betriebstemperatur haben, ja, und dazu muss man sie erstmal bringen, also immer ganz klar gewissenhaft aufwärmen.